Hi, meine lieben großen Freunde und willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play. Wir spielen den Prolog von Cream Scene Cleaner. Ein Game, was wohl ein bisschen aufgebaut ist wie House Flipper. Wir müssen halt Tatorte reinigen, aber das erfahrt ihr gleich. Liebe Spielerin, lieber Spieler, tauche ein in den Prolog von Cream Scene Cleaner und lass dich von der fesselnden Welt der dubiosen Reinigung mitreißen. Danke, dass du es ausprobierst. Diese Version ermöglicht es dir, einen Blick auf die Herausforderungen dieses einzigartigen Berufes zu werfen und führt dich in einige der im vollständigen Spiel verfügbaren Funktionen ein. Der Prolog ist eine kostenlose Gelegenheit für dich zu entscheiden, ob Crime Scene Cleaner genau das richtige Spiel für dich ist. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du, um über das Spiel auf dem Laufenden zu bleiben oder deine Unterstützung zu zeigen, Crime Scene Cleaner zu deiner Wunschliste hinzufügen. Habe ich gemacht, on my wishlist. Also, bist du bereit? Genießen den Prolog in vollen Zügen. Die Entwickler ja. So. Mal ganz kurz den Ton ein bisschen. Nicht ganz zu laut. So. Einstellungen müssen soweit passen. Ja. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Ich glaube, ich so anderthalb Stunden ungefähr. Bei meinem Skill wahrscheinlich 2 Stunden länger. Mal gucken. It's open, just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Ein Mord ist geschehen, Polizei. Crime Scene Cleaner. What are those noises down there? I don't know. Das ist crazy. Wir schlafen sogar mit Handschuhen. Ein wahrer Verbrecher. Finde dein Handy. Ja, wir finden es mal. Wo finden wir es denn? Hier. I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is, I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Mhm. Oh, ein Huhn. Können anfassen. Sorry, Dexter, but it's no time for a walk. Oh, der ist so cute. Ich liebe Hunde. Was hier? Oh, Enten. The eggs will hatch within 28 days normally, except for the Muscovy duck, which takes about 35 days to hatch. Also Mann. Raus. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Können wir nicht lang? Auch nicht. Das ist unsere Frau? Freundin? Weiß nicht. Ich bin Schubladen öffnen, oder? Okay. Ich liebe es. Nichts besseres als in einem Spiel alle Schubladen zu öffnen. Hier ist was, eine Kassette. Beim Betrachten der Pracht des von Venedig inspirierten Wunders wurden die Germans dazu inspiriert, dieses Opus als Hommage an seine Großartigkeit zu erschaffen. Okay. Uns mal in Ruhe um. So, hier ist nichts weiter. Aufheben will ich nicht. Ich glaube, man kann auch was werfen, aber das möchte ich ja nicht. Mission von deinem Computer annehmen. Machen wir gleich. Kommen wir hier rein?
Da würde ich nicht hin. Aber die Enten sind auch wieder da. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Gib dich dem Wind hin und lass deinen Geist im launischen Chaos der Himmel schweifen. Das werden wir tun, aber nicht jetzt. When my daughter's life is at stake, I'm not taking no for an answer. Brief von der Schule. Sehr geehrter Herr Kowalski, mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen offiziell im Namen des gesamten Personals gratulieren. Heute jährt sich zum 10. Mal Ihr Arbeitsbeginn in unserer Schule. Wir alle fühlen uns sehr glücklich, Sie als Hausmeister hier zu haben. Es sind Menschen wie Sie, engagiert, fleißig, bescheiden, die wirklich den Unterschied ausmachen. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und freundlichen Grüßen, Laura Palmer, Schulleiterin. Yes? Persönlich bedauere ich zutiefst, dass wir Ihnen die Gehaltserhöhung, die Sie vor einigen Wochen beantragt haben, nicht gewähren können. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Wenn er schon 10 Jahre da ist, schon, oder? Ich verliere den Moment. Nee. Könnte man ja schon mal über eine Gehaltserhöhung nachdenken. Oder wie seht ihr das? Wird mal Zeit, finde ich. Elena, she's still in the hospital. No. Why? Oh, okay, sie ist krank. Oh, das sieht cool aus hier. Ein Hase. Wandmalerei. Sie konnte da ganz schön so gut zeichnen, ne? Das heißt nicht, wie alt sie ist, aber... Glatt, glatt, glatt. Swishy, swoop. Oh, sie braucht Infusionen wahrscheinlich, ne? Sie muss ja richtig stark krank sein. Ja, furchtbar. So, na denn? Also hier war... ...bei ihm drin, ne? Ja. Dann... ...gucken wir uns mal hier um. Hier waren wir nämlich noch nicht. Steht hier? Let's cave. Nee, hier kann man nicht. Ich bin mal gespannt, wie euch der Produkt gefallen wird. Nice to know not everyone thinks I'm a loser. Moment mal. Ich dachte, ich habe die Aufnahme nicht gedrückt. Herr Kowalski, Brief von Eric. Ich war der Typ, den Sie vor 3 Jahren beim Crackrauchen im Badezimmer erwischt haben. Sie haben mich nicht nur beim Rektor verpfiffen, sondern auch noch etwas gesagt wie, das Leben ist oft miserabel, aber Drogen machen es nur für einen Moment besser und das lohnt sich auf lange Sicht einfach nicht. Sie sind der Grund, warum ich eine Entziehungskur gemacht habe. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt clean. Also, danke. Sie waren der coolste Erwachsene in unserer Schule. Ich hoffe, das wissen Sie mittlerweile. Alles Gute, Eric. Aber lieb. Ist der PC? Ist hier noch was anderes? Kann ich das nicht machen? Ja, denn. Eine E-Mail von Patrick Ellis. Die Klinik. Erinnerung an bevorstehende Arzttermine. Oder ein bevorstehenden Arzttermin, so. Herr Kowalski, Ihre Tochter hat Ihren gestrigen Termin verpasst und ich finde das sehr beunruhigend. Im letzten Gespräch haben Sie mir versichert, dass Ihr Lenners Gesundheit und Ruhe gerade Ihre höchste Priorität ist. Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich. Ohne angemessene Behandlung wird Ihr nie wieder gesund werden. Dessen hoffe ich, sind Sie sich bewusst, Patrick Ellis. Wenn das Geld aber nicht da ist. Grabrenovierung von Pete Sutcliffe vom Friedhof. Herr Kowalski, ich weiß, es ist erst 5 Jahre her, dass Ihre Frau verstorben ist. Das war es doch, unsere Frau. Aber das wirklich schreckliche Wetter in Kombination mit der hohen Luftverschmutzung in unserer Region beschleunigt den Verfall von Grabsteinen. Ich kann Ihnen einen Rabatt von 20% für die Renovierung des Grabes Ihrer
Komfort anbieten, sodass es nur $320 kostet. Nur. Das ist ein Schnäppchen, glauben Sie mir. Hochachtungsvoll, Pizza. Ah. Pedro Pas Rascal. Reinigungsdienste dringend benötigt. Fahren Sie direkt zur King's Crossing Street 6 im Bezirk Cremptons. Löschen Sie die Überwachungskamera auf. Über die Überwachungsaufnahmen. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Vergessen Sie nicht den toten Mistkerl im Keller. Machen Sie es schön sauber und vermasseln Sie es nicht. Denken Sie daran. Sie sind es uns schuldig. Wir sind uns etwas schuldig. 5 Opfer, Größe des Tatorts 3 von 4, Missionsbezahlung $15.000. Ja. Werden wir wohl annehmen müssen, ne? Wenn uns das Geld fehlt, um unsere Tochter und die Medizin oder die Behandlung zu bezahlen für unsere Tochter. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, aber was soll der Mann machen? Wenn er eine andere Möglichkeit hätte, würde er diese bestimmt nutzen. Bin ich mir ganz sicher. Und er wird es bestimmt nicht machen, weil er 1000 andere Möglichkeiten hat. Das ist schon schlimm, dass man in so einer Situation zu solchen Maßnahmen greifen muss. Ne? Das ist schon hardcore. Noch was? Ja gut, dann würde ich sagen, let's go. Ja. Starten wir unsere Mission. It'll be a long night. Oh ja. Kapitel 6. Villa Massaker auf. Before the storm. It was supposed to be a little cleaning trip for a not so little rich man's villa. Earning myself some extra cash from a new client. Instead, it was the beginning of a devastating chain of events. Die Ruhe vor dem Sturm. Es sollte ein kleiner Reinigungstrip einer nicht so kleinen Villa eines reichen Mannes sein, um mir etwas extra Geld von einem neuen Kunden zu verdienen. Stattdessen war es der Beginn einer brennenden Ereigniskette. So knackt mein Kopf. Was knackt mein Kopf an? Stürzt mich ab. Ich hab mal versucht, dann ist es hier an der Stelle mal abgekackt. Drück einfach nichts, sondern warte einfach. Weil es ist genau das, ist falsch, was man machen kann. Einfach rumdrücken, weil der Schutz ist. Na denn. Ein Weg in die Villa finden und entsorge die. Time to look for the bodies. Die Hände. Um einige Dinge aufzuheben oder einige Reparaturfähigkeiten zu verwenden, müssen Sie zuerst Ihre Hände ausrüsten. Öffnen Sie das Werkzeugrad und fahren Sie mit der Maus darüber, um Hände auszuwählen, oder drücken Sie die zugewiesene Taste. Klapp, Hände, lalala. Allgemein Sammelobjekte. Auf Ihrem Weg finden Sie einige faszinierende Sammelobjekte. Einige davon könnten sich als Beweismittel herausstellen. Sie müssen diese mitnehmen, sonst riskieren Sie, die Mission zu verfehlen. Jedes Sammelobjekt hat ein eigenes Symbol, das anzeigt, zu welcher Kategorie es gehört. Beweis, Schlüssel, Kassette oder Story-Sammelobjekt. Die inspizieren wir. Quests. Sie können alle aktiven Quests in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms überprüfen. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt des Spiels den Überblick verlieren, können Sie dort nach Ihrem Zielen und den aktuellen Fortschritt suchen. Okay, das wird uns dann so angezeigt hier. Interaktion. Nur mit einigen der Elementen deiner Umgebung zu interagieren, nähere dich und bewege den Mauszeiger auf ein interaktives Objekt und drücke E. Um einige Gegenstände zu sammeln, musst du die Taste länger gedrückt halten. Oh, zu Hause. Ihr Zuhause ist Ihre Festung. Es ist der Ort, zu dem Sie immer nach einer Mission zurückkehren und von dem Sie aus Sie zur nächsten aufbrechen. Sie leben hier mit Ihrer Tochter Elaine und Ihrem Hund Dexter. Der Computer im Keller dient als Kommandozentrum, wo Sie neue Missionen starten können. Die Garage ist der Ort, von dem aus Sie zur Mission aufbrechen. Denken Sie daran, dass Sie, um das Haus zu verlassen, zuerst eine Mission am Computer im Keller annehmen müssen. Gibt's noch was? Und aus der Villa. Er ist ein Mafioso und hat entdeckt, dass seine Frau Bianca eine Affäre mit einem IT-Millionär hat. Aus Rache ist er in die Villa des Millionärs eingebrochen und hat die gesamte Familie, einschließlich der Bediensteten, ermordet.
Elena. Sie ist die Tochter von Herrn Kowalski. Sie leidet an einer schweren Krankheit und benötigt sehr teure Behandlungen. Na gut. Ich hoffe, das Spiel geht so, dass es flüssig genug läuft. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag zu lesen. Ja. Hier. Öffne das Werkzeugrad, um Zugang zu deinen Werkzeugen zu bekommen. Sobald du das tust, siehst du nicht nur die verfügbaren Werkzeuge, sondern auch einige entsprechende Hotkeys zu denselben Funktionen. Bewege deine Maus über ein gewünschtes Werkzeug auf dem Werkzeugrad und drücke die linke Maustaste, um mehr Optionen zu sehen. Zum Beispiel hier, dann hast du hier verschiedene Möglichkeiten. Schwimmbecken. Beweise sammeln. Werde den Müll los und wische das ganze Blut auf. Jetzt geht's los. Ja. Locked. Maybe the pool boy has a key on. Mach einfach mal. Holy fuck. A bloodbath. Oh ja. Kannst du laut sagen. So, mal gucken. Mülleimer. Brauchen wir, Moment mal, hier so ein Eimer. Ui. Mühe, alles so gut wie möglich hinzukriegen. That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps and fell into the water. Ja, der Müllsack ist voll. So. Machen wir mit dem Sauermachen erstmal weiter. Da wirklich ordentliche Arbeit geleistet, ne? Aber sowas von. Okay, wir brauchen neues Wasser. Warte mal. Hör mal da ab. Thank you.
weiß auch nicht, ob wir unter Zeitdruck sind, ob wir genug Zeit haben, also wie lange Zeit wir haben. Okay, okay, okay. Neues Wasser. Wir müssen also gut wie möglich hinzukriegen. So. Weiß ich, hier liegt was im Schlüssel. Werkstattschlüssel, okay, nehmen wir mit. Weil da muss doch irgendeiner gehört haben, und ich merke, das Haus ist scheinbar sehr abgelegen. Da gehe ich von aus, wird nicht, wenn nicht viele Leute was gehört haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Polizei auch nicht lange auf sich warten lässt. Irgendwo was? Wo muss da noch was sein, und wenn es ja nicht nur 98%? Damit hätten wir das erledigt. Dann, One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. No need to thank me. Okay, den Müllsack müssen wir entsorgen. Der ist beim Pool. Ja. An manchen Stellen ruckelt es irgendwie ein bisschen, weiß nicht warum, aber ich denke mal, das sollte nicht allzu ein großes Problem sein. Hier noch eine Tür irgendwo. Hier. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up, not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Fein so, ja. Das ist Sammelobjekt, perfekt. Noch was? Ja, ein bisschen Kohle, können wir gebrauchen, nehmen wir mit. So. Dann müssten wir hier durch sein, ne? Dann geht's weiter. Sieht auch nicht besser aus da drin. Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Okay, und wo setze ich die Sicherung zurück? Ja.
should open the main door. So. Beweis sammeln 2. 54 mal Müll rausbringen fürs ganze Haus. Möbel wieder aufstellen. Die Aufnahmen löschen. Und, wegwischen. Obwohl immer mitbringt alles Geld. Eine Kassette. Eine zarte Mischung zum aus Traurigkeit und Süße. Die Essenz aus unausgesprochener Emotionen mit ihren anmutigen Melodien und zarten Harmonien ein. Hier ist ein Bad. Dann können wir mal. So. Gut, dann nehmen wir den. Ach du Heilige. Make it look nice and clean. Wir brauchen mal was anderes für die Küche schon sauber. Nicht alles für sein Kind tut, ne? Ich kann ihn verstehen, dass er seiner Tochter, ne, um alles in der Welt helfen will. Das ehrt ihn auch sehr, aber wie gesagt, ob es die richtige Methode ist, ich weiß nicht. Kann ich zweifeln. Am besten hin. Müssen wir. Hier ist noch so eine. Ohne. Jetzt versuchst du so geordnet wie möglich zu gehen und nicht zu verpassen. Alles schön ordentlich zu machen. I should clean it first.
So. Looks fine now. Wir mal schon mal neues Wasser holen. Nicht mehr so gut aus. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. I should use a sponge. Anders hin. Okay, macht mich weiter. Surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Tried to make that call, but ran out of time. Thank you.
So, was haben wir hier? Einmal hier. Cleaning comes before fixing. I can't see it back like that. Ganz schick aus. Also um dieser Bulle hin. Hier hin? Ach. Multiple gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Da müssen wir den Müll noch wegbringen. Ich bin ja echt mal gespannt in der Vollversion, was wir noch so für Tatorte reinigen müssen. Ich versuche so geordnet wie möglich abzugehen, damit ich wirklich so nichts mehr sehe. Weg. Den ich gerade gesagt, wie groß ist. Gib doch mal den Sack jetzt her hier, Mann. So, geht's auch? Ja, perfekt. Okay. Weiter geht's. Hat auf jeden Fall Spaß, das Game. So. Hier ist aber auch noch was. Ein Beweismittel. Wird aber hier zu noch, ne? Ja. Erstmal hier weiter. Was haben wir hier? If you'd ever bought these, maybe you could have saved your family. Beste Küchenmesser? Probably not. Beste Küchenmesser aller Zeiten, 25 Jahre Garantie. Ist aber schön. Ich wahrscheinlich den Schwamm nehmen sollen, ne? Shit. Oder sollst du einfach nur hinstellen? Das ist noch ein bisschen gut, glaube ich, ne? Ja. Okay. Okay. 8 und 9.
20%. Das ist der Keller. Aber hier muss noch irgendwas sein. Überwachungsaufnahmen löschen machen wir noch gleich, aber hier muss auch Blut sein. Aber wo? Muss man einen Stuhl hin? Von 19. Hier wird, glaube ich, auch noch ein Stuhl. So, 17 von 19. Ach, 18 von 19. Ist jetzt hier noch Blut? Hier nicht. Ich auch nicht, am Stuhl auch nicht. Ja, auch nicht. Reiniger ausrüsten, wozu denn? Dann haben wir mal die UV-Lampe anmachen. Dann sehen wir, ob da irgendwo Blut ist. Was wir übersehen haben hier. Jetzt kein Blut. Hier ist auch noch ein Stuhl, Moment mal. Sehr schön. Okay, Überwachungskamera. A key. Where am I supposed to find a key in this mess? Hier ist er erstmal nicht. Was hier? Is that the surveillance room? This message didn't age well. Er weiß von uns, pass auf, mein Liebster. Ich hoffe, bald bei dir zu sein. Wo spielt ich mit dem Feuer, ne? Oder hat gespielt, jetzt ist er ausgespielt, jetzt gibt's ja nichts mehr. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten. Ich sollte mindestens 7 Kilogramm abnehmen, um mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren. Mindestens 4-mal pro Woche. Vor weniger als einem Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer. Verdammt nochmal. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit Miss Teen. Oder? Oder? Fokus auf die Therapie. Es ist Zeit, endlich zu heilen. Antidepressive allein reichen nicht aus, das weiß ich jetzt. Denken, dass Familienzeit wirklich wichtig ist. Ich habe 2 großartige Stiefkinder und einen erstaunlichen Ehemann. Sie geben mir jeden Tag viel Kraft. So. Hm.
weiter. Okay. Wo sind die Überwachungskameras? Hier. Wir probieren es mal. 8102. Finde ich gar nicht so einfach. 0, 1, 4, 6. Boah, war das knapp. Finde ich nicht so einfach so. Okay, erledigt. So. Ein Putzeleimer. Den brauchen wir. Und jetzt gehen wir mal. Bin ich irgendwo im Keller eben noch? Moment. Hier runter. Jesus, that one was tortured. Und nicht ganz so viel gesaut. Handy for breaking bones. This one wasn't enough. Maschinen. This was not a drill. Ach. 92% Blut liegt hier noch irgendwo. Na. Auch erledigt. A lot of stab wounds. Some drill marks. Easy to see it was deeply personal. So that must be Mark. Hi, Mark. Wahrscheinlich suchen sich auch nur Leute, ne, die sehr abgelegen sind. Ja gut, obwohl. Sie hat ja ihren Mann betrogen. Aber was für ein Zufall, dass es so abgelegen ist. Hi, Mark. Okay. Zwei Leichen gibt's noch. So. Dann sind wir hier, glaube ich, soweit durch. Heißt, wir können mit unserem Putzeimer liegen. Nach oben. Ja, nichts mehr ist. Ach du Scheiße. Was ist der Rest von dem Buch? Das war keine Absicht. So. Dann ab in den ersten Stock. Würde ich mal sagen. Ah ja. Was anderes nehmen. Den Teppich gefällt mir schon besser.
your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Nom 18. Kara, bist du da? Ja, was ist los, Mabel? Ich drehe gerade durch. Warum? Ich glaube, Papa hat eine Affäre. Hab ihn mit einer Frau am Telefon reden hören. Es war nicht Mama, da bin ich sicher. Mach dich nicht verrückt, Mädel. War wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, vielleicht hast du recht, vielleicht bin ich auch sicher. Beweismittel? Ach, Mann. Neues Wasser holen. Ist auch noch was? Joyful Nihilism. Is that what makes this whole ride worthwhile? Tyler Pitt, hey Edgelord, entspann dich mal. Ein vollständiger Leitfaden zum fröhlichen Nihilisten werden. Okay. Komm mit. Ist nicht. What do we have here? Compulsive. Ja, es gehört alles dazu. Okay. Sagen wir, bringen mal. Oh mein Gott. Ich würde die Leiche mitnehmen. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now that's what I call immersion. Nimm mal die Leiche zuerst raus. Das ist schon mal weg. Ist jetzt gar nicht so schlecht, läuft ganz gut. It was nice not knowing you. Eine Leiche fehlt noch und nochmal Müll. Eingesaut. Den Stuhl sauber. Ist hier eine Kassette? Wie
ein Musiker, der die Höhen und Tiefen in einer Komposition meistert, navigiert ein Anführer geschickt durch die Komplexitäten gesellschaftlicher Dynamiken und geopolitischer Herausforderungen. Milch in der Schublade. Was? Yeah, it literally killed him. Gamers, brace yourselves. Erste Eindrücke von Retro Junk 1777. Alles Simulator, ein Sim, um sie alle zu beherrschen. Kein Crash, kein Crunch und ewiges Glück. Interview mit dem CEO von Exploitsoft. Zu lange spielen kann ich buchstäblich umbringen. Nicht als Müll auf, bleibt wohl liegen. Erstmal alles in Ordnung, ne? Gehen wir erstmal die anderen Gänge noch ab, weil ich glaube, hier ist nichts mehr. Thank you.
der Teppich kann nicht weg. There. No one will even notice. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Ein Müllsack noch eine Leiche. Gott, nur Wasser dran. Best I can do. That's one of the issues. Gar nicht so schlecht aus. Ich komme das bestimmt hin. Need to be careful so she doesn't fall. Fuck. Wir bringen die Leiche gleich weg. 97% ist noch irgendwo Blut. Schublade.
key. A hatchet will do. So. 2% Blut sind irgendwo. Vielleicht müssen wir noch wegräumen. 3 Möbel müssen in ihren Platz zurück. Möbelstücke. Ein Stuhl. 2. Nur noch 98%. Ach, ein Bett. Hab ich nicht gesehen. Okay, okay, sauber, sauber, sehr schön. Kann jetzt auch weg. Gut. Ein Müllsack noch und die eine Leiche entsorgen, dann haben wir's. Moment mal. Oh no. Can't really call it a soft landing. Wie soll ich davon noch kaputt machen? So. Hard to imagine losing a child like that. Fleisch und Müllsack machen, müsste man eigentlich haben. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht unentdeckt rauskommen. Das ist nicht möglich. Müllsäcke müssen wir zwei. Ich weiß nicht, ob wir zwei Müllsäcke gleichzeitig tragen können. Das weiß ich halt nicht. Vielleicht. Sie rot.
mache ich denn Fotos vom Schwimmbecken? Soll das funktionieren? Warum soll ich den Luftreiniger aus? Mache ich denn Fotos? Machen Sie Fotos vom Schwimmbecken? Ja, wie denn? Ich habe doch gar nichts zum Fotografieren. Aber nichts davon da. Wie ich ein Foto machen soll. Moment mal kurz. Einigungssinn, Taschenlampe. Fotomodus R. Nicht der Fotomodus mit R. So. Jetzt wieder raus aus dem Fotomodus. Escape habe ich gemacht, geht nicht. Ich komme mit Escape nicht aus dem Fotomodus raus. Weiß ich schon nicht, wo ich noch was knipsen soll. 1 von 2. So, da wo der Rahmen ist. Okay, ich hab's kapiert. Ich hab's. Oh no. Was no? Kann wahrscheinlich sicher gehen. Dass ich auch, das richtig sauber gemacht habe. Stellen Sie Möbel wieder an Ihrem Platz, zwei Stück. Zwei Möbel sind nicht an Ihrem Platz, welche? Ich dachte erst das hier vielleicht, aber ich weiß nicht, wohin damit. So. Warte mal. Interior Design is my passion.
Und die Lampe noch, wo soll die hin? Wo soll die Lampe hin? Ach, Moment mal. Ich schon. Okay. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf die Vollversion gespannt. Der Produkt ist richtig cool. 1 Stunde 6 Minuten. Bestimmt was übersehen, ne? Man kann auch Feuer abhauen, aber ich wollte halt versuchen, alles ordnungsgemäß zu erledigen, ne? Cool. Endeinkommen 17.700 Dollar. Was nun? Das war der Prolog. Okay, danke fürs Spielen. Liebe Spielerinnen, lieber Spieler, danke, dass du Crime Scene Cleaner ausprobiert hast. Wir hoffen, dass dir diese Erfahrung Spaß gemacht hat. Very good. I love it. Und dass du Freude am Reinigen des Tatortes hattest. Leider war das schon alles, was es zu sehen gab. Aber wenn du möchtest, kannst du derzeit das Produkt wiederholen, bis du zufrieden bist. Und denk dran, das vollständige Spiel bietet noch mehr Funktionen und mörderische Geschichten zum Erkunden. Vergiss nicht, Crime Scene Cleaner auf deine Wunschliste zu setzen. It's on my wishlist. Bitte behalte im Hinterkopf, dass uns deine Wunschlisten sehr helfen. Teile uns deine Erfahrungen mit, teile deine Gedanken über Crime Scene Cleaner mit uns über Steam oder Discord. Wir würden gerne von dir hören. Nochmals vielen Dank an alle. Und wir hoffen, dass du dich für die Vollversion entscheiden wirst. Ja, das werden wir natürlich machen. Gut, meine Lieben. Das war Crime Scene Cleaner, der Prolog. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bin schon gespannt, wie die Vollversion wird. Denn die werde ich bestimmt jetzt playen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Dann ciao, ciao.